Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde mein Stricktagebuch hier auf YouTube. Neue Woche, neues Glück, neue Folge. Mein Name ist Julia, ich bin 41 Jahre alt, Lehrerin aus Nürnberg und ich zeige euch, was ich die Woche so gemacht habe, weil ich hier zwar alles selber zahle, kaufe und mache, ihr euch aber davon inspiriert fühlen könntet, Dinge nachzukaufen, muss ich euch das hier auch noch als Dauerwerbesendung anpreisen. Genau, jetzt haben wir es, glaube ich. So, hallo miteinander. Woche 3 der Sommerferien bei mir und langsam setzt die Entspannung ein, juhi, nachdem ich die ersten 2 Wochen ja, wie das halt immer so ist, mit Terminen verbracht habe oder eben mit meinem Neffen, der zu Besuch war, habe ich jetzt mal ein paar Tage hinter mir, wo ich wirklich sozusagen nichts machen musste, außer das, was ich in dem Moment entschieden habe, was ich jetzt machen möchte, und langsam setzt Entspannung ein, langsam fühle ich mich angekommen, ein bisschen runtergekommen und versuche jetzt in den nicht ganz 3 mir noch verbleibenden Wochen, denn die letzte Schulwoche ist schon wieder immer so ein bisschen Vorbereitungsmarathon, aber 2,5 oder 2 sind es ja jetzt noch, noch so viel zu tanken, wie geht, an Energie, an Ruhe, aber auch an einfach schönen Sachen, die gut für die Seele und die Psyche sind, also weil nur auf der Couch rumliegen ist da auch nicht das Maß der Dinge, sondern man muss auch Sachen machen, die einen sozusagen innerlich erneuern und aufladen. Genau. Jo, ansonsten ist gar nichts Spannendes passiert die Woche, außer dass ich zum ersten Mal seit März letzten Jahres auf einem Stricktreff war. Seit 1,5 Jahren zum ersten Mal. Und es war wunderschön. Also wir haben uns über Instagram gefunden und hier so Strickerinnen aus der Gegend und dank der Initiative von der Tamara von Knitloop, die mal gesagt hat, hey, schreibt doch mal eure Postleitzahlen drunter, vielleicht geht ja was. Und jetzt ging auch mal was und es war echt super. Also wir hatten einen ganz tollen Abend, wir hatten viel Spaß, wir haben gestrickt, wir haben gut gegessen und wir haben gebabbelt und gesabbelt und gequatscht und es war toll. Also es war wirklich toll und einfach so eine schöne, entspannte Atmosphäre und das hat gut getan, das hat die Seele aufgetankt und ich glaube, so ging es den anderen auch. Also wir waren zu 7. War gut, war richtig gut. Okay, genau. Recht viel mehr Spannendes ist in meiner kleinen Welt hier jetzt, wie gesagt, nicht passiert. Im Rest der Welt passiert mir momentan leider fast schon zu viel. Wobei, gut, was bin ich hier zu urteilen? Also ich denke, ihr kriegt es mit. Ich werde im Lehrerzimmer dann bestimmt auch nochmal einen Tacken dazu sagen, beziehungsweise habt ihr auch was vorbereitet für euch. Ja, und immer wenn man denkt, jetzt, okay, muss irgendwie auch mal wieder aufhören, dann kommt immer noch eins drauf und noch eins drauf und ja. Deswegen, also ich muss sagen, ich war jetzt auch die letzten Tage sehr still auf Instagram generell und speziell zu eigentlich allem, was sonst gerade so auf der Welt abgeht, weil ich jetzt wirklich einfach, wie gesagt, mal die paar Tage gebraucht habe, um mich mal in einen Zustand zu bringen, wo ich selber nicht so aufgedreht bin, weil ich sonst überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden kriege. Und das gehört auch dazu, also auch das, die eigene psychische und physische Gesundheit, die Psychohygiene ist einfach wichtig. Das gestehe ich auch jedem zu, wenn man sagt, okay, ich muss mich einfach jetzt auch mal rausnehmen. Auch da ging ja wieder ein bisschen was ab auf Instagram, ob man jetzt trotzdem zumindest was teilen kann. Man muss ja nicht selber was dazu sagen. Da muss ich leider dazu sagen, nee, weil wenn ich was teile, dann will ich wissen, dass das eine vernünftige Quelle ist. Dann muss ich mir das vorher anschauen. Dann muss ich das auch irgendwie in den Kontext vernünftig setzen. Also das ist zumindest mein Anspruch an mich. Und dann ist es eben nicht nur mal schnell irgendwas teilen, weil ich will dann auch wissen, dass ich vernünftige Seiten teile, die da auch ordentlich berichten und so weiter und so fort. Da muss man nämlich auch immer ein bisschen drauf gucken. Also von dem her finde ich es auch total okay, mal einfach nichts zu sagen. Kann nicht jeder jeden Kampf kämpfen, ist einfach so. Und wie gesagt, ich musste mich jetzt mal ein bisschen in die Ruhe bringen. Ich werde aber hier heute meine Reichweite nutzen, habe euch dann zum Thema Afghanistan, wie gesagt, später im Lehrerzimmer ein bisschen was zusammengestellt. Und werde sicherlich jetzt dann auch demnächst wieder anfangen, auf Instagram da wieder ein bisschen aktiver in den Stories zu sein. Aber ich bin der Meinung, es ist total okay, auch da mal eine Runde auszusetzen. Andere sehen es anders. Und ja, muss jeder so handhaben, wie er sie denkt und meint, das zu tun.
So. Gut. Und weil nichts passiert ist eigentlich, hüpfen wir gleich rüber zur Hausaufgabe und sehen uns gleich da. Ich habe fertig bekommen meine Socken für die Sock World Championship Runde 5. Ich habe ja diesmal die High Octane gestrickt, weil mir die besser gefallen haben als dieses Loop-Gefrickel. Auch wenn ich sagen muss, dass ich zwischendurch ordentlich geflucht habe. Denn auch, also die waren berechtigterweise die High Octane Runde, also die etwas schwierigere Runde, denn die waren auf jeden Fall mega frickelig. Also jetzt, ich halte sie euch mal so hin, auf dem Kopf praktisch. Also ihr seht nämlich hier dieses Muster mit kleinen Zöpfen drin, mit Umschlägen, nee, ein Umschlag ist tatsächlich keiner dabei, aber kleine Zöpfe mit diesen Bobbeln, die man einstricken musste. Hier ein Zopfrand und hier drinnen dann eben mit entsprechenden, naja, Zöpfe sind das nicht richtig, sondern so Maschenwechsel sozusagen, diese Rippenmuster rein und der Rest vom Fuß hauptsächlich in linken Maschen und zwar vorne wie hinten. Also die waren Arbeit, die waren frickelig, die waren vor allem so, dass man wirklich konzentriert gucken musste und auch mit dem Chart vorne weg, denn diese Verzopfungen, also das war immer nur so eine Masche mit einer Masche vertauschen. Ich weiß gar nicht, ob man da, also am Rand war das regelmäßig in der gleichen Art und Weise, deswegen denke ich, kann man hier von einem Zopf sprechen. Im Strickstück selber, na, also das ist ja jetzt noch kein Zopf, wenn da an einer Stelle einmal zwei Maschen den Platz tauschen. Aber also diese Verzopfungen, in Anführungszeichen, waren nicht immer gleich zu stricken. Also es war nicht so, wenn man gesehen hat, aha, jetzt kommt Verzopfung, dann hat man halt das Gleiche gemacht, sondern natürlich in zwei Richtungen und dann aber auch noch in vier Varianten, wie man sie abstrickt. Also eine links, eine verschränkt, eine verschränkt, eine normal, eine links. Also das waren, ich meine, es gab vier Varianten, wie man diese Verzopfung abstricken konnte und da musste man wirklich genau hinschauen, wann man jetzt was machen muss. Dann, wie gesagt, diese Verbommelung, vorne etwas größere Bommel, die hinten sind kleiner, da musste man also auch noch unterscheiden, konnte man nicht immer die gleichen stricken und dann war noch Vorgabe, dass die hinten gegengleich sein müssen. Ich hoffe, ihr erkennt das jetzt. Na, also die sind nicht zweimal das gleiche, sondern die sind gespiegelt, dass praktisch die hohe Blüte hier in der Fußmitte ist und dann die niedrige hier außen. Also das war auch noch Vorgabe. Das heißt, ich musste beim zweiten Socken stricken. Das Chart gab es aber nicht gespiegelt, sondern das musste man sich dann halt im Kopf umdenken beim Stricken, dass man dann halt einmal von rechts nach links und einmal von links nach rechts strickt. Ja, also wie gesagt, die haben mich gefordert. Tatsächlich. Und ihr werdet dann jetzt auch beim Werken gleich sehen, dass deswegen nicht viel anderes passiert ist, weil ich wirklich die ganze Woche wie ein Weltmeister an diesen zwei Socken gestrickt habe. Ich meine, der zweite ist besser von der Nadel geflutscht, das gebe ich zu, weil man wusste dann halt zumindest schon ungefähr, was auf einen zukommt. Man hat dann jede Masche schon mal gemacht und muss nicht erst mal gucken, wie geht das jetzt eigentlich? Ja, aber nichtsdestotrotz waren die aufwendig. So, ich ziehe euch mal eine über einen Sockenblocker, dass ihr mal sehen könnt, wie die dann am Fuß so aussähen. Also, wie immer jetzt, irgendwann schaffe ich mir mal so ein Sockenbrett an. Der Sockenblocker verdeckt jetzt natürlich wieder die Schönheit, weil es halt sehr vorne hinten lastig ist und der Sockenblocker nun mal einfach die Seitenansicht bietet. Aber vielleicht kann ich euch jetzt hier ein bisschen besser zeigen, was sonst so passiert ist. Also, wir haben hier, na, diesen Zopf, der wirklich den ganzen Fuß hochgeht, dann ganz viel linke Maschen und mit der Reihe rechts verschränkt sind dann sozusagen die Stiele dieser Blüten. Ich denke, es soll so ein bisschen an Lavendel angelegt sein, so von der Traube hier oben. Genau, dann eben diese vier Blüten hier hinten und auch auf der anderen Seite den Zopf hoch und vorne eben dieses sehr großflächige Blütemuster, wie auch immer. Es ist ja Wild Garden, heißt das Ganze ja. Denke, dass das da so angelegt ist. Genau, und zu der Blüte geht vorne in der Mitte vom Fuß eben auch noch ein Stängel hoch, sozusagen, an dem man das dann ganz gut sehen kann. So, jetzt schlupfe ich doch nochmal rein. Letztes Mal habe ich euch schon erzählt, also dass dieses auf der anderen Seite besser, ja,
Ich habe hier unten ein kleines Rippenmuster eingestrickt. Das war nicht gefordert, aber es hat eben den Effekt, dass es den Socken ein bisschen zusammenzieht am Fuß. Ich habe relativ schmale Füße. Aber im falls es jetzt eben an jemand geht, der breitere Füße hat, gibt es aber auch nach und gibt den Platz her. Genau. Dann war hier so eine Short Row Heel, also so was wir jetzt klassisch vielleicht als Bumerangferse oder Fishlips Kiss Heel, aber auch hier wieder die Doppelmaschen anders angestrickt, als ich es gewohnt bin. Also es war wirklich alles, was man sonst so kennt, musste ich diesmal irgendwie anders machen, als ich es gewohnt war. Auch hier im Auf, also es sind Toe-Up-Socken, die werden mustergemäß von unten gestrickt, aber auch hier dann schon in den Aufbau, also in die zunahmenden Teil der Spitze schon ein kleines Muster rein. Also auch da konnte man nicht einfach zumindest mal schnell die Spitze hochstricken, bevor es dann richtig losgeht, sondern musste da unten schon rumpfuschen mit Zunahme und dann gleichzeitig aber Verzopfung und was weiß ich was. Ja, und dann wie gesagt eben hinten diese Blüten am Stiel, die fangen auch schon am Fersenaufbau an. Ja, diese Stiele, da muss man dann auch schon gucken, dass man die rechtzeitig alles reinstrickt. Und vorne eben dieses Blütenmuster mit diesen Verzopfungen, mit diesen Gräten. So. Also ich finde sie wunderschön. Na, versteht mich nicht falsch. Ich finde die hammerschön. Ich finde, die machen richtig was her. Also das auf jeden Fall. Na, das sind Hingucker. Definitiv. Die sehen richtig edel aus. Auch mit dem Garn. Ihr wisst ja, ich habe die aus der Alpaka Socks gestrickt von Langjans. Die sind kuschelweich, weil diese Alpaka Socks von Langjans wirklich so eine Kuschelwolle ist. Also die sind, wie gesagt, ich könnte mir die auch um den Hals schmeißen. Und ich bin schon so semi-empfindlich, was Halssachen angeht. Von dem her wirklich sehr wahrscheinlich ein Geschenk, weil sie mir ein Ticken zu kurz sind. Ich habe wirklich nur die Mindestmaße gestrickt, weil mich das so an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Und deswegen ist es eher eine 39,40 als eine 41,42. Deswegen werden die wahrscheinlich ein Geschenk. Mal gucken, wer sich darüber freuen darf. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Aber es ist ein Aber. Ich würde diese Socken aus dieser Wolle nicht nochmal stricken. Warum? So schön und kuschelig die Alpaka-Socks von Langjans ist und ich würde die mir auf jeden Fall wieder kaufen und ich würde die auch auf jeden Fall wieder für Socken verwenden, aber sie verträgt kein Shishi. Also diese Wolle ist nicht dafür gemacht, dass man die hebt sie links rüber, schrägt sie verschränkt ab, dann hebt sie nochmal rechts rüber, strickt noch die andere Masche drumrum. Ja, also so solches Zeug hier, diese Bobbelmaschen, diese Mini-Verzopfungen. Alles, wo eine Masche praktisch ein bisschen eigenen Stand haben muss, packt die nicht. Also bei mir ist die sofort zerfasert. Alles, was mehr als rechts oder links glatt abstricken war, sind die sofort zerspreiselt, sofort zerfasert. Und dann hast du natürlich da immer rumgepfuscht, dass du halt alle Fädchen beim Überziehen über 5 Maschen so ungefähr mit erwischt hast. Die ist da nicht für gemacht. Ganz einfach. Ich habe auch mir nochmal die Bilder angeschaut in der Anleitung und in der Gruppe und muss sagen, da sah das auch sehr, sehr viel cleaner aus im Ende. Also da hat man ist die Struktur noch viel besser rausgekommen. Also die haben wirklich ein sehr glattes Sockengarn dafür genommen und das war, denke ich, auch die richtige Wahl, weil dadurch dann eben das Muster nochmal wirklich richtig schön crisp rauskommt und man sich wahrscheinlich leichter tut, diese ganzen, ja, Schnickschnack-Dinge so wegzustricken. Und deswegen, also mein Tipp an euch, wenn ihr wirklich euch die mal zu Gemüte führen wollt oder sagt, hey, die gefallen mir, ich kenne jemanden, für die wäre das wirklich ein tolles Geschenk, oder ich möchte die unbedingt selber haben, weil ich diese Blütenoptik so cool finde, nehmt euch eine Wolle, die A, möglichst glatt ist und B, ein bisschen einen eigenen Stand hat, also sehr fest und gut gezwirnt ist, damit ihr ja, euch da leichter tut mit den ganzen Verkreuzungen, Überhebungen und was weiß ich was alles. Das ist meine ja, Empfehlung. Oder wenn ihr die Alpaka-Socks euch nehmt, die eine geile Sockenwolle ist, also mit der bin ich wirklich prinzipiell hochzufrieden, die strickt sich wie Butter, also ein Träumchen, dann sucht euch bitte ein Muster, wo ihr nicht allzu viel damit rumzaubern müsst, sondern euch, ich sag mal, relativ entspannt, die immer auf der Nadel drauf bleiben und ihr die nur
mit rechts, links und Umschlag abstricken müsst, sozusagen. Ich denke, dann habt ihr da keine Probleme. Genau. Also das ist mein Fazit zu Wolle und Muster. Das Endprodukt gefällt mir wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist eine mit der aufwendigsten Socken, die ich je gestrickt habe. Jetzt Colorwork nehme ich mal raus, aber so jetzt, wo man sagt, wirklich, da ist nur ein Muster drin, ist das mit Sicherheit mit einer der aufwendigsten, die ich je gemacht habe. Aber hui. Also ja, war nicht ohne. Aber dafür sind diese Wettbewerbe ja auch da, dass man sich mal an Sachen rantraut oder zumindest sagt, na, das mache ich jetzt mal, wo man vielleicht sonst sagt, ach nö, das ist mir jetzt zu aufwendig, da gibt es einfache Muster, die auch effektvoll sind. Und so sagt man halt vielleicht, okay, jetzt ziehe ich es einfach mal durch und mache das. Genau. Also meine Wild Garden Socks von Staff Salpeter, das ist der Name, ich weiß nicht genau, wie er auszusprechen ist, korrekt, ich nehme es jetzt mal deutsch, und war für uns natürlich kostenlos im Rahmen des Wettbewerbs, ich weiß nicht, ob er sonst kostenpflichtig ist, eher vor allem sie, die Anleitung, ob die nicht sonst kostenpflichtig ist, müsstet ihr mal gucken, genau. Gut, so, und damit nähern wir uns auch dem Ende der Sock World Championship, nämlich eine Runde noch. Für die Wertung. Ich habe übrigens, mit diesen paar Socken im High Octane noch Platz 33 gemacht, sprich noch 5 Punkte abgeräumt. Habe jetzt insgesamt 10 Punkte und damit mein Ziel von 7 Punkten Minimum locker erreicht. Habe noch eine Runde, die ich trotzdem noch stricken werde, auf jeden Fall. Bin super happy. Und die Runde mache ich noch. Ob ich den Cooldown noch mitstricke, muss ich mal gucken, weil ich merke langsam, okay, das ist jetzt das vierte Paar Socken, das ich jetzt in sehr kurzer Zeit einfach runtergestrickt habe, weil ich im Rahmen dieses Wettbewerbs halt fertig werden wollte. Oh ja, jetzt langt es dann auch langsam mal wieder, ne? Weil ich mich in der Zeit jetzt halt auch beherrsche, irgendwas anderes anzuschlagen, beziehungsweise gar nicht groß dazukommen, wenn ich die in der Zeit fertig bekommen will. Jo, und in diesem Sinne swoopen wir mal, es rutscht immer so rum, glaube ich, Richtung Werkeln und dann seht ihr nämlich das Debakel, das da entstanden ist diese Woche aufgrund dieser Sock World Championship. Also bis gleich. Zum Werken. Jo. Also die Socken haben mich wirklich die ganze Woche in Atem gehalten. Dementsprechend ist sehr, sehr wenig an anderen Dingen passiert. Und die klägliche Statistik an Dingen, die ich diese Woche gemacht habe, außer den Wildgarden-Socken, seht ihr hier. Also das war's. Ohne Witz, ich kann euch die Woche gar nichts zeigen. Ich habe letzte Woche noch rumgetönt. Jetzt habe ich Ferien, jetzt habe ich Zeit, jetzt passiert hier auch wieder mehr. Und was ist passiert? Nichts. Also nicht nichts, weil ich habe ja ein ganzes paar sehr aufwendige Socken gestrickt in der Woche. Aber sonst halt auch nichts. Das Einzige, an dem noch was gewachsen ist, und da aber wirklich, muss ich sagen, ordentlich, sind meine Fächersocken von der Sissy, nach einer Idee für diese Fächer von Sissy Will Wolle hier auf YouTube. Die hat da auch ein Tech-Video gemacht, wie immer alles, sowieso immer alles verlinkt unten. Und aus einer Wolle von Craftstoff, also eine Wolle, die Richtung dieses Assigned Pooling gefärbt ist, eben in Schwarz-Weiß und dann mit diesen Mini-Regenbögen, man sieht die hier unten besser, die sind wirklich nicht lang, diese Farbverläufe. Da hatte ich, glaube ich, letztes Mal den Anstrick hier unten, das Spitzchen. Und dann habe ich eben im Verlaufe der Stricktreffen, also einmal des Live-Stricktreffs und einmal des Online-Stricktreffs gestern, so muss man sagen, und dann habe ich, heute ist Freitag, also Live-Stricktreff am Dienstag, Online-Stricktreff am Mittwoch und gestern, als ich mit dem Puppenhäcksle noch ein bisschen geskypt habe, eben dann doch ein bisschen was geschafft. Also da hinten seht ihr die Ferse, der Schaft ist schon so lang, es ist alles wie bei der ersten Socke auch. Ich halte euch die gerne mal daneben, damit ihr mal seht. Also da, na, so weit sind wir. So viel fehlt noch, also es ist vielleicht noch 15, 20 Reihen und dann das Bündchen, also die dürften jetzt auch bald fertig sein. Und dann, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, dann bin ich sockenfrei, das ist voll gelogen.
Dann habe ich noch eine zweite Stitch Surfer Socke fertig zu machen. Falls ihr euch gewundert habt, da ist nur die erste fertig geworden, dann hat man sie nicht mehr gesehen. Also die muss ich definitiv dann mal wieder aus der Kiste holen und fertig machen. Und dann wäre ich aber tatsächlich sockenfrei. Also es wäre dann nur noch die Stitch Surfer und die hier rumliegt und was eben auch immer jetzt in Runde 6 für die SWC kommt. Und dann war es das. Bin ich tatsächlich ziemlich sockenfrei, zumindest mit Dingen, die gerade akut auf der Nadel liegen. Dann hätte ich hier nochmal die Baumwollreste von den Socken von meinem Mann rumliegen, aus denen ich mir ja auch nochmal Sneaker zum Testen stricken wollte. Und dann würde ich sehr gern ein paar Streifensocken stricken für den Knit-Along, Streifenliebe Knit-Along. Und dann werde ich natürlich auf jeden Fall Socken fürs Ahrtal stricken. Und die Aktion, die ich letzte Woche vorgestellt habe, ich habe mitbekommen, dass es bei einigen da anscheinend noch ein bisschen Probleme gab, dass sie noch keine Antwort auf, dass sie geschrieben haben und keine Antwort gekriegt haben. Also ich werde bei der Mario nochmal nachhaken. Ich vermute da ein kleines technisches Pipapo. Aber das klären wir noch auf jeden Fall. Also bitte, wenn ihr da jetzt irgendwo hingeschrieben habt und noch keine Antwort gekriegt habt, schreibt ihr bitte nochmal per E-Mail. Da müsste es ziemlich sicher durchgehen. Oder schreibt mich nochmal an oder am besten auf Instagram tatsächlich. Dann kann ich versuchen, das nochmal entsprechend umzuleiten. Also es ist wirklich, wir wollen das machen. Das soll auch alles klappen. Und wenn es ist alles ehrenamtlich. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, bitte habt ein bisschen Geduld. Fragt eventuell nochmal nach und Mensch bleiben. Gut, so, das ist das Gewerkel, was die Woche tatsächlich stattgefunden hat, neben den Socken. Mehr gibt es jetzt nicht zu zeigen, kein Witz. Aber ich habe gerade schon erwähnt, dass ich ja mit der Evelyn, mit dem Puppenhäcksle, gestern geskypt habe und das ist ja irgendwie auch Gewerkel. Denn wir haben uns sozusagen auf den Deckenporno-Make-Along ordentlich vorbereitet, damit ich euch jetzt auch mal ordentlich die Eckdaten geben kann. Was genau passiert, habe ich euch ja schon versprochen und jetzt haben wir uns da mal zusammengesetzt und das vernünftig gemacht. Und deswegen kommt sie jetzt, die große Einführung zum Deckenporno Make-Along im Herbst von mir und vom Puppenhäcksle von der Evelyn hier und auf Instagram. Hi, man muss die Technik schon lieben. Es hat wirklich genau an dem Punkt das Video abgeschnitten, aus mir unerfindlichen Gründen. Aber das holen wir jetzt schnell nach. Also, was gibt's zu erzählen? Deckenporno Make-Along. Wir haben die Grundidee, dass ihr Decken strickt. Von zwar vom 1.9. bis 31.12. habe ich, glaube ich, gerade schon erzählt. Und wir wollen Gewinne ausschütten. Und zwar haben wir uns überlegt, es sollen mehreren Leuten die Möglichkeit gegeben werden, zu gewinnen. Und wir wollen auch verschiedene Gewinnkategorien machen. Ganz kurz umrissen. Es wird die Kategorie breite Masse geben, also jeder, der seine Decke und seinen Fortschritt unter dem Hashtag DeckenPornoMakerLong bei Instagram postet, aus allen Posts ziehen wir ein paar Gewinner raus. Was es genau gibt und was es wo genau gibt, werden wir noch die nächsten Tage ein bisschen spezifischer festlegen. Da gibt es dann nochmal ein extra Posting und einen extra Beitrag hier dazu, aber es wird irgendwas geben. Dann, also da kann sich jeder, der bei Instagram ist und irgendwie an seiner Decke strickt, sozusagen beteiligen. Dann haben wir uns gedacht, wollen wir eine zweite Gewinnkategorie, das ist die Challenge-Kategorie. Also jeder, der sagt, ich schaffe in diesen 4 Monaten eine Decke, müsste, so denken wir uns das jetzt gerade, in der ersten Woche einen Instagram-Post machen mit Deckenporno Make-Along Start und uns seinen Anstrick zeigen oder ihr Anstrick zeigen. Und dann bis zum 31.12. eben irgendwann den Deckenporno Make-Along fertig. Hashtag verwenden und das fertige Strickstück dann präsentieren. Also wir würden dann auch jeweils prüfen, dass es zum Fertig-Hashtag auch den Start-Hashtag aus der Anfang-September-Woche gibt. Also wer sagt, ich pack's in den 4 Wochen und ich will mir die Challenge gönnen, der kann das noch mitnehmen, muss aber niemand. Und unter all denen, die da mitmachen, verlosen wir dann auch nochmal was extra. Und Kategorie 3 ist die Wollengel-Kategorie, also jeder oder jede, die die fertige Decke an die Düsseldorfer Wollengel spendet, geht nochmal in den Extra-Lostopf. Da müssen wir jetzt bloß noch auskatteln, wie wir das mit den Modalitäten genau machen. Und da wird auch nochmal extra was verlost.
Und da kann man zum Beispiel auch mitmachen, wenn man jetzt nicht auf Instagram ist, aber sagt, okay, ich stricke eine Decke und spende die an die Düsseldorfer Wollengel, wäre man da zum Beispiel auch in einem Lostopf mit drin sozusagen. Wie gesagt, da sind wir noch am Auskatteln der genauen Modalitäten und welche Gewinne genau es für was gibt, stellen wir euch auch nochmal extra vor oder ich euch hier und wir dann nochmal auf Instagram. Aber ja, das ist mal so die grobe Richtlinie jetzt. Am 1.9. soll es losgehen. Ich denke, ich werde auch, wenn wir alles beieinander haben, nochmal vielleicht hier sogar ein extra Video machen für euch, also wo man nochmal in 3, 5, 10 Minuten, keine Ahnung, einfach nur ein Video hat, wo es nur um diesen Make-Along geht, dass da alle Infos nochmal zusammengefasst sind. Da packe ich euch dann auch gerne ein paar Ideen für Decken, Strick- und Häkelmuster rein und darunter kann man sich dann vielleicht auch austauschen, wenn noch jemand einen guten Vorschlag hat oder nicht. Ja, das kommt auf jeden Fall noch. Wie gesagt, wir sind in den letzten Zügen so ein paar Spezifikationen noch zu klären. Aber am Ende vom Tag geht es hauptsächlich um den Spaß am Stricken und dass man vielleicht eine Motivation hat, irgendwas, was man schon lange vor sich rausschiebt. Oder wo man, na, kommen ja vielleicht jetzt ein paar Babys oder man will zu Weihnachten eine Decke schenken. Sag mal, Wortfindungsstörungen Level 9000 hier. Oder eben wirklich als Spende auch für die Düsseldorfer Wollengel, weil wohin besser kann man seine ganzen Reste mal verstricken als in so eine Decke. Dann, ja, ist das natürlich die Gelegenheit. Ganz kurze Anmerkung zu den Spendendecken. Also wir haben auf jeden Fall geklärt, Farbe ist faktisch egal, weil die in den Schlafsäcken drin sind. Also es ist auch nicht so schlimm, wenn was Buntes dabei ist. Es darf auch Acryl drin sein, ein Polytierchen, was auch immer. Ganz im Gegenteil, also es sollte möglichst irgendwie zumindest ein bisschen waschbar sein. Also die mit der Hand zu bepflegende und sauber zu streichelnde Kaschmirwolle darf gerne mal in der Kiste bleiben. Und also wie gesagt, perfektes Projekt auch, um Reste loszuwerden in allen möglichen Garnstärken oder restliche Knäuel zu verbraten, wie auch immer. Ja. Das ist jetzt der grobe Plan. Ich hoffe, diesmal hat das Video bis zum Ende aufgenommen. Und dann gebe ich in diesem Sinne schon wieder ab. Mehr gibt es zum Werk nämlich auch gar nicht zu sagen diese Woche. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr mitmacht. Wir freuen uns, wenn vor allem bei den Wollengeln für die Obdachlosen viele Decken ankommen. Und alles Weitere und nochmal genauere gibt es dann demnächst auf Instagram und hier nochmal als extra Video. Und in diesem Sinne schicke ich euch jetzt rüber ins Lehrerzimmer. Und weil das die Zukunft, Julia, ist, kann ich euch schon sagen, das ist Lehrerzimmer und Fernsehwagen in Kombination heute. Und wünsche euch ja, alles Gute weiterhin. Ich hatte feste vor, heute was zum Thema wieder Nachhaltigkeit zu machen, nachdem ich letztes Mal ja geskippt habe, um mir noch ein bisschen Infos zu holen. Ich hätte euch heute sehr gerne was zum Thema Waschen, Waschmittel, Reinigungsmittel etc. erzählt. Wird nachgeholt, aber ja, wie das Leben so ist, die Welt hat gerade wichtigere Probleme. Ich denke, ihr, ja, es war ja kaum zu verpassen in den Nachrichten und auf Instagram, kriegt alle mit, habt alle mitgekriegt, was zurzeit in Afghanistan los ist. Und ich bin weder Nahost-Expertin, noch ich habe zwar Geschichte studiert, aber mein Prüfungsspezialgebiet war die griechische Polis der Antike und nicht die Geschichte des Nahen Ostens. Deswegen ja, kann ich euch was über Athen und Sparta erzählen, aber möchte mich zurückhalten, wenn es um diese Konflikte geht. Das habe ich auch schon vor Wochen getan, als es um Palästina und Israel ging, denn und ich möchte, es geht jetzt nicht um die Ausrede, das ist so kompliziert, da sage ich lieber gar nichts, sondern ich lasse da lieber Leuten den Raum, was zu sagen, die Ahnung haben. So, die teile ich dann auch gerne entsprechend, aber ich bin sicherlich nicht die Expertin, die darüber jetzt einen stundenlangen Monolog hält, wer da recht hat, was da passiert, ob oder ob nicht, wer jetzt was da machen muss. Das ist nicht mein Platz, das zu tun. Ich überlasse das gerne Experten. Ich nutze gerne meine Reichweite, um entsprechend ein Sprachrohr zu sein und Gehör zu verschaffen. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Ich selber hatte Schülerinnen schon und Schüler, die aus Afghanistan
stammten oder die Eltern aus Afghanistan stammten oder auch nicht so unhäufig, dass die Eltern aus Afghanistan stammen, dann aber in den Iran schon praktisch geflohen sind. Denn wenn wir hier immer rumheulen, dass so viele Leute herkommen, dürfen wir mal nicht vergessen, dass ganz andere Länder, nämlich oft die Nachbarstaaten, viel, 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 viel mehr Menschen aus solchen Kriegs- und Krisengebieten aufnehmen, als was wir. Also ich frage mich immer, meint ihr, die 3000, die wir hier reinlassen, sind alle, die da geflohen sind? Also ich glaube, im Iran alleine sind es ein paar hunderttausend Menschen, die bereits aus Afghanistan aufgenommen worden sind, und zwar auch schon über die letzten Jahre und nicht jetzt gerade erst, wo es richtig scheppert. Ja, genau. Also ich hatte Schülerinnen und Schüler, die da entsprechend betroffen waren oder es jetzt ziemlich sicher auch sind. Also so viel ich mich jetzt eingelesen habe und verstanden habe, ist es, oder einfach auch menschlich nachvollziehen kann, ist es natürlich auch für die Diaspora AfghanerInnen schwierig, jetzt zuzugucken, was im eigenen Heimatland abgeht, wo man vielleicht Hoffnung hatte, irgendwann mal wieder hin zurückzukommen und auch mit der Schuld zu leben unter Umständen oder diesem Schuldgefühl, auch wenn das natürlich, klar, es ist Quatsch, aber so ist halt, so ist das nun mal mit der Gefühlswelt, dieses Schuldgefühl, dass man selber es halt geschafft hat, da raus zu sein und andere jetzt nicht schaffen, dass vielleicht Verwandtschaft dort feststeckt, die jetzt nicht wegkommt. Also ich glaube, dass es gerade eine extremst belastende Zeit auch für Menschen ist, die nicht dort vor Ort sind, weil von denen brauchen wir ja gar nicht sprechen. Also da wäre belastend eine himmelschreiende Untertreibung. Da geht es für viele gerade wortwörtlich um Leben und Tod, also um Menschen, die mit verschiedenen militärischen Organisationen zusammengearbeitet haben, um Journalisten, um Schriftsteller, Künstler, Frauen, die für Frauenrechte eingestanden sind, ja, und so weiter und so fort. Also da geht es nicht mehr nur um, jetzt wird das Leben scheiße, sondern da geht es sprichwörtlich um Leben und Tod, also weil viele von denen damit rechnen müssen, dass, wenn sie von den Taliban erwischt werden, sie mindestens Folter und höchstwahrscheinlich auch, ja, einer Hinrichtung ausgesetzt sein werden. Das muss man sich einfach mal ganz, ganz klar machen. Also wir reden da unten nicht von, ach, das ist eine Regierung, mit der wir nicht so happy sind vielleicht, oder naja, da ist das Leben halt jetzt nicht mehr so schön für alle. Wir reden davon, dass da gerade Menschen ihr Leben lassen müssen, weil eine islamistische Terrororganisation, ich glaube, das kann man über die Taliban so sagen, die Herrschaft an sich reißt und diesen Staat in ein Terrorregime verwandeln wird, unter dem alle zu leiden haben, aber Frauen und Mädchen ganz besonders, und in dem keine Form der freien Meinungsäußerung mehr möglich sein wird, in dem Kunst, Musik, Kultur verboten sein wird. Man möge sich daran erinnern, dass eben jene Taliban vor 20 Jahren Jahrtausende alte Kulturstätten in die Luft haben sprengen lassen, weil sie das eben entgegen ihren Glaubensgesetzen empfunden haben. Ich denke, die Entwicklung sollte uns allen zu denken geben, die sollte uns alle nicht kalt lassen, und spätestens die Tatsache, dass eben da Menschen ihr Leben lassen werden, die nicht nur eigentlich nach unseren uns so geliebten und heiligen Werten leben wollen, Freiheit, Demokratie, Toleranz, sondern die auch jahrelang mit uns zusammengearbeitet haben. Wenn ich sage uns, meine ich wir Deutschen, ich meine aber auch wir Europäer, die NATO, Amerika, die westliche Welt. Also die jahrelang mit uns zusammen da unten gearbeitet haben, die uns geholfen haben. Das geht los bei, so blöd es klingt, Kochen, Putzen, Instandhalten der Anlagen da unten. Also dafür wurden ortsansässige Helfer gebraucht, denn das fliegt die Bundeswehr nicht automatisch mit ein. Aber auch Dolmetscher, Journalistinnen und Journalisten vor Ort, die Kontakte herstellen konnten, sogenannte Stringer, also einfach Menschen, die da unten Netzwerke haben und westliche Journalisten eben an die entsprechenden Leute ranbringen konnten für Interviews, für Reportagen, die dann vor Ort Flüge, Autos, Unterkünfte etc. organisiert haben. Also ohne die hätten wir
keine Arbeit leisten können da, hätten wir keine Berichterstattung liefern können, hätten die auch die Militärkräfte die Einsätze nicht so halten können, wie sie es getan haben. Und ja, das sind ja die sogenannten Ortskräfte, um die es jetzt immer so geht. Es wäre mal, also das Minimum an Menschlichkeit und an Würde und Respekt gegenüber dem Leben, dass man die rausholt, weil die wirklich in Lebensgefahr schweben, weil die einfach als Volksverräter und Feinde gesehen werden von den Taliban. Also da wird nicht lang gefackelt. Und ich gehe einen Schritt weiter und sage, und eigentlich müsste auch jeder aus dem Land raus dürfen, der jetzt raus will. Es müsste jeder die Chance haben, dieses Land zu verlassen, bevor dieses Terrorregime in Kraft tritt, um sich irgendwo anders ein friedliches Leben aufbauen zu können. Ja, das ist meine Meinung. Weil hier zu hocken und wo sollen die denn alle hin? Ja, um Gottes Willen. Ey, es ist genug Platz auf der Welt und wir leben hier alle in Saus und Braus. Ja, und jetzt sage ich auch, sorry, unpopuläre Meinung, aber jeder Mensch in Deutschland hat immer noch viel, 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 viel mehr, auch wenn er sehr, sehr, sehr wenig hat für unsere Verhältnisse, als all die Menschen, die gerade versuchen, panisch aus diesem Land rauszukommen. Also die haben oft die Klamotten am Leib, die sie haben und wollen nur weg. Und das ist eine Entscheidung, die triffst du nicht aus Langeweile oder aus, ach, jetzt hätte ich aber auch gern mal Hartz IV. Das ist so ein Quatsch. Überlegt mal, was es bräuchte, damit ihr hier ohne Koffer, ohne Unterlagen, ohne Rücklagen, mit dem, was ihr am Körper habt, mit euren Kindern unterm Arm aus dem Haus rennt und versucht, am nächstgelegenen Flughafen euch in eine Maschine reinzubringen, mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen. Überlegt mal, was hier los sein müsste, dass ihr diesen Schritt geht. Und deswegen, ja, ich sag mal, wäre es eigentlich nur ein Ding der Menschlichkeit, dafür zu sorgen, dass die Menschen raus können. Und ja, ich bin auch der Meinung, natürlich muss vor Ort geholfen werden. Natürlich muss dort in den Regionen etwas getan werden, um diese Flüchtlinge aufzufangen und zu unterstützen. Da widerspreche ich der Politik nicht, aber das kann es eben nicht nur sein. Das ist was Langfristiges, das hätte auch schon lange passieren müssen. Und ja, das wird man auf lange Sicht, muss man sich da eben auch überlegen, wie man das handhabt. Aber jetzt im Moment, wo Hilfe gebraucht wird erstmal, muss sie unbürokratisch sein. Und da muss die stattfinden. Ich sag mal, das große C im Namen einiger bestimmter Parteien hier in Deutschland, können sie, glaube ich, langsam mal streichen, weil das ist wirklich ein Hohn, was da gerade passiert. Ja, der größte christliche Wert, zumindest habe ich das mal so beigebracht bekommen, ist die Nächstenliebe. Und davon sehe ich gerade ganz wenig. Ja. Und 2015 soll sich bitte jederzeit wiederholen, weil wem ist denn hier irgendwas passiert? Zeigt mir einen, der einen Euro weniger Geld kriegt vom Staat, weil wir ein paar Flüchtlinge aufgenommen haben. Oder sonst was. Das ist einfach nur Quatsch und diese ganzen hingemalten Horrorszenarien. Ja, naja, gut, egal. Da biege ich jetzt nicht ab. Ja, also. Alles, was da passiert gerade, ist extrem beschissen. Ich möchte mein Mitgefühl ausdrücken an alle Betroffenen hier und anderswo. Und habe jetzt Folgendes mir überlegt. Ich habe eine Playlist erstellt. Die findet ihr mal wieder, wenn ihr auf meinem Kanal unter Playlists guckt, weil ihr vielleicht eh euch gerade die neuesten Strick-Podcasts anschauen wollt, sind übrigens schon wieder 2-3 mehr geworden. Da habe ich euch eine Playlist Afghanistan zusammengestellt und da findet ihr meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Menschen nach gut gemachte, gut recherchierte, recht objektive Aufarbeitungen des Themas Afghanistan und zwar aus geschichtlicher Sicht, weil ich glaube, das ist einer dieser Konflikte, das hat man irgendwie im Hinterkopf, aber eigentlich weiß man nichts drüber und es wäre wichtig, dass man was drüber weiß. Also schaut euch, das sind eine vierteilige Arte-Doku, die sehr, sehr gut ist. Es sind 2 Videos von Mr. Wissen to Go, den ich auch sehr schätze.
Einmal ein älteres Video, wo es einfach um die generelle Situation ging und jetzt ein sehr aktuelles, wo er die aktuelle Lage einfach zusammenfasst. Dann einmal Titel, Thesen, Temperamente. Das ist ein ganz kurzes, das hat nur 6 Minuten, 7 irgendwas. Und dann nochmal eins speziell zur, ein aktuelles von Arte und nochmal eins speziell zur Lage von Frauen in Afghanistan gerade und was das jetzt alles für Frauen gerade bedeutet. Also diese Playlist könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr sagt, ich hätte einfach gerne mal grundlegend wissen, was da los ist und ich würde eigentlich einfach gerne mal mir selber Wissen aneignen, dann ist das ein guter Einstieg, um euch mal so ein Basiswissen sozusagen zu holen. Bitte, was mir ganz wichtig wäre, wenn ihr da dann weiter guckt oder schaut, was es sonst noch gibt, achtet bitte auf die Quellen. Wie immer, im YouTube, Internet, Wikipedia, nicht mal Wikipedia ist wirklich, also Wikipedia ist ziemlich sicher, was die Infos angeht, aber eben nicht 100%. Deswegen wird es zum Beispiel in keiner wissenschaftlichen Arbeit als Quelle akzeptiert, weil eigentlich jeder drin rumfuschen kann. Achtet ein bisschen drauf, von wem irgendwelche Videos und Reportagen, die ihr euch anguckt, gemacht werden. Da wird ziemlich viel Schundluder getrieben. Schindluder. Und da wird manchmal auch wirklich die Wahrheit verzerrt, dadurch, wie Bilder und Text zusammengefügt werden etc. Also bitte achtet da ein bisschen drauf, euch gute Seiten anzugucken oder zu gucken, wer hinter den Seiten steckt. Ja? Dann, wenn ihr euch da durchgeguckt habt und euch gut informiert fühlt, dann würde ich euch gerne die ein oder andere Sache auf Instagram ans Herz legen. Und zwar die einmal @Vashasnas, die Waslat Hasrat Nazimi. Das ist eine afghanische Journalistin, die wirklich vor Ort, aber für die deutsche Presse arbeitet, also für die Deutsche Welle. Und auf Instagram sehr gut, wirklich aktuell am Zeitgeschehen und auch nahe an den Menschen dran. Informationen liefert, also der kann man momentan folgen, wenn man da wirklich auf dem Laufenden bleiben will. Genauso Ariana Barbouri, ich vermute, man spricht es hinten IE aus. Auch ihr, auch sie afghanischstämmig, auch ihr kann man folgen für aktuelle Infos. Sie fasst viel zusammen, sie hat ein Story-Highlight Afghanistan, wo man wirklich durchklicken kann, wo sie auch alles abspeichert, was wichtig ist. Dann gibt es den Instagram-Handle Afghanischer Frauenverein, die jetzt momentan eben auch ganz massiv Spenden sammeln, um eben Frauen zu unterstützen, dabei rauszukommen oder Frauen, die rausgekommen sind, dabei zu unterstützen, irgendwie durchzukommen. Denn für Frauen und Mädchen und Kinder ist die Situation momentan natürlich noch viel, viel gefährlicher. Also die machen da ganz viel Arbeit, sicherlich ein sehr guter Zweck, um zu unterstützen. Dann möchte ich euch zwei Profile noch, also das sind jetzt wirklich drei Profile, die, was ich vorhin gesagt habe, lasst Betroffene und Leute, die sich auskennen, sprechen. Dann möchte ich euch noch zwei Profile mitgeben. Und zwar einmal Erik Marquardt. Der hat auch schon viel mit dem Thema Seenotrettung gemacht und macht jetzt die Luftbrücke für Kabul. Das ist übrigens, also die Luftbrücke für Kabul ist die Seite, wo ihr im Moment alles findet, was ihr braucht. Also wer wissen will, wie er helfen kann, wie man spenden kann, wo man unterstützen kann, das ist die große Sammelseite, wo jetzt gerade man sich am besten informiert, wenn man Hilfe leisten will, wirklich für Afghanistan. Dann bitte auf die Seite gehen, ich verlinke euch die auch unten. Und da ist Erik Marquardt eben Mitinitiator und dem kann man momentan aber auch folgen, um so ein bisschen praktisch, also der geht jetzt eben eher auf so die innenpolitische deutsche Seite und deckt da gerade ein bisschen auf oder zeigt, was so läuft und kann sich da das mal mit angucken. Und genauso Thilo Jung, auch dem kann man folgen, der momentan auch sehr viel ebenso im Bereich Gesellschaftspolitik etc. über die Geschehnisse berichtet. Also die zwei lege ich euch da noch ans Herz. Und dann wie gesagt, die auf der Internetseite Luftbrücke für Kabul. Ich weiß nicht, ob die jetzt 100% so heißt, aber wie gesagt, ich schreibe es euch rein, ich verlinke es euch unten. Da kannst du gerade wunderbar gucken, was du machen kannst. Also von vernünftige Spendenorganisationen, also wo du weißt, das Geld kommt dann auch an,
Die haben Vorlagen für Briefe, also schreibt übrigens, das ist was. Also wer jetzt sagt, ey, ich kann kein Geld mehr geben, ich habe gerade keins, wir hatten hier Hochwasser, was weiß ich was. Alles gut, dann spende deine Zeit. Also na, wer gerade nicht materiell spenden kann, wirklich spendet Zeit. Die 10 Minuten, die ihr braucht, um einen Brief an euren Abgeordneten oder eure Abgeordneten aus eurem Wahlkreis zu schreiben, die sind, das ist nichts. Und tatsächlich hat man rausgefunden, Online-Petitionen selber könnt ihr auch unterschreiben, macht es ruhig auch, sind nicht annähernd so effektiv, wie wenn man direkt an die Abgeordneten schreibt. Also wenn der eigene Wahlkreis sozusagen schreibt und sagt, Alter, wenn du jetzt nicht schaust, dass ihr hier mal in die Pötte kommt, dann na, wird das nichts bei der nächsten Wahl. Das ist mit das Effektivste, was man machen kann. Also tut euch zusammen, bringt auch Freunde dazu, das zu machen. Ich weiß, es ist immer so, ach, jetzt muss ich mich am Computer hocken, muss ich schreiben. Aber ganz ehrlich, wir hängen 3-4 Stunden am Tag an Instagram. Dann nutzt dein Handy mal für irgendwas anderes. Du kannst es nämlich auch vom Handy aus machen. Ja, eine E-Mail zu schreiben an den Abgeordneten, das ist kein Riesenaufwand und du hast geholfen. Ja. Gut. So, alle, die sich jetzt wieder ärgern, dass es eine Standpauke war, schöne Grüße, so ist das Leben. Und alle, die sich nicht drüber ärgern, danke fürs Zuhören. Wir, ja, jetzt habe ich den Fernsehwagen eigentlich auch schon hier mit reingepackt, deswegen mache ich das jetzt gar nicht nochmal extra. Wie immer, ihr findet alles unten in den Shownotes. Bitte tut was, muss nicht Geld sein. Habe ich auch letztes Mal schon gesagt, Reichweite ist manchmal so viel mehr. Und wie gesagt, eine E-Mail an den Abgeordneten ist schon was geschehen. Geht wählen, unbedingt, informiert euch ordentlich über Programme. Es gibt genug Seiten, und zwar vertrauenswürdige Seiten, die, wo man einfach die Programme neutral einlesen kann. Und dann lest mal wirklich nach, was einzelne Parteien für euch tun wollen und was nicht. Ja? Denkt mal dran, dass bis auf die Grünen im Juni schon einen Antrag gestellt haben, dass man eben aus Afghanistan die Hilfskräfte und die Ortskräfte raus schaffen muss und dass bis auf die Linken keine andere Partei diesem Antrag zugestimmt hat, auch die SPD nicht zum Beispiel. Ja. Überlegt mal, wer die letzten 16 Jahre an der Regierung war, wie wir klimapolitisch dastehen, wie wir zum Thema Digitalisierung dastehen. Überlegt, in welchen Bundesländern, unter welchen Regierungen bestimmte Dinge in den letzten Jahren gelaufen sind oder auch nicht, verschleiert wurden, unter den Tisch gekehrt wurden, ja, mit welche Parteien gerade versuchen, mit welchen billigen Maschen und Methoden andere in den Dreck zu reißen. Schaut euch mal an, wie viel Nebeneinkünfte manche Parteien machen im Monat im Durchschnitt pro Abgeordneter. Da verdienen manche einfach das Hundertfache, was andere Parteien machen. Und dann macht euch mal Gedanken drüber. Und dann denkt an eure Kinder, an eure Enkelkinder und was ihr denen mal hinterlassen wollt und warum vielleicht jemand, der nächsten Monat seinen 75. Geburtstag feiert, nicht wirklich ein zukunftsträchtiger Kandidat ist. Für die nächsten 2 Generationen oder 3 oder 5 oder 10. So, jetzt war ich genug politisch für heute. In diesem Sinne, geht wählen. Wenn ihr wisst, ihr könnt nicht wählen gehen oder ihr nicht sicher seid oder es bequem haben wollt, beantragt Briefwahlunterlagen jetzt. Die kommen nach Hause, ihr macht euer Kreuzle, ihr steckt es im Briefkasten, ihr müsst es nicht mal frankieren, wenn ihr in Deutschland wohnt. Fertig. Das ist wirklich absolut stressfrei. Macht das Briefwahl. Super Ding. Wenn ihr da kein Vertrauen in die Post habt, dann lasst sie euch schicken und bringt sie dann, wenn ihr irgendwann mal am Bürgeramt vorbeigeht oder so, einfach persönlich dort und vorbei, könnt ihr auch machen, abgeben dürft ihr ja trotzdem persönlich. Aber ihr müsst euch dann da nicht in die Wahlurne hocken oder so oder an dem Sonntag früh aufstehen und geht wählen. Macht ein Familienereignis draus, geht schön brunchen und vorher oder hinterher wählen, keine Ahnung. Trefft euch zum Wandern und wandert am Wahllokal vorbei. Geht wählen. Und ja, macht euch Gedanken vorher. In diesem Sinne,
Für mich war auch die letzte Runde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffentlich dann mit allen genauen Infos zum Deckenporno-Make-Along und wieder ein bisschen mehr Gestricke außerhalb von der Socke. Bis dann!